Otranto liegt am südlichen Ende der Ostküste Italiens. Dank seiner geografischen Lage und seiner Geschichte wird Otranto als das Tor zum Osten betrachtet. Das Gebiet gehört zu den 100 schönsten Gemeinden Italiens und ein Großteil seiner Küste ist durch die Existenz des Regionalnaturparks mit dem langen Namen Küste von Otranto bis Santa Maria di Leuca und Teichenwald von Tricase geschützt. Die Geschichte von Otranto beginnt im 11. Jahrhundert vor Christus. Als Mittelpunkt großer historischer Ereignisse im östlichen Mittelmeer ist Otranto von den zahlreichen Völkern gezeichnet, die den Ort erobert und bewohnt haben. Bis zum 7. Jahrhundert hatte Otranto eine wichtige Rolle als Provinzhauptstadt der Regionalverwaltung. Es war nämlich jahrhundertelang Sitz des Strategos, das heißt des byzantinischen Generals. Otranto ist kulturell gesehen die perfekte Mischung vom Morgenland und Abendland. Es war nicht immer ein friedliches Zusammenleben, wie man am Beispiel des Jahres 1480 sehen kann, als Otranto von der türkisch-osmanischen Armee belagert und erobert wurde. Otranto ist Grenzland, obligatorischer Schritt für die alten Völker des Mittelmeers und von Hunderttausenden von Besuchern, die jedes Jahr in die alte Stadt strömen. Otrantos Atmosphäre ist suggestiv und romantisch. Die Stadt hat zahlreiche Reporter und Schriftsteller inspiriert, die die eigenen literarischen Werke Otranto gewidmet haben. Apuliens typischer blauer Himmel bildet den Hintergrund der wunderschönen Ortsmitte von Otranto, mit ihren gemeißelten Steinen und erhabenen Gesängen, die an die großartigen Kulturen von Byzanz und Aragon erinnern. Das Herz Otrantos lässt den Besucher zwischen atemberaubenden Ausblicken aufs Meer und der Altstadt selbst staunen, die aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen scheinen. Ein Netz enger Gässchen mit gut erhaltenen Häusern im mediterranen Stil aus verschiedenen Epochen mit blumengeschmückten Balkonen. Hier kann man alte, außergewöhnliche, aus verschiedenen Zeiten stammende Gebäude beobachten. Vom Hinterland kommen kann der Besucher erst das Alfonsiner Tor bewundern. Es handelt sich um einen imposanten Durchgang in der aragonischen Ringmauer. Wer Corso Garibaldi entlang geht, erlebt südländische Flair der ganz eigenen Art. Hier bewundert man den mit dem Stadtwappen versehenen Uhrturm. Aus den Überresten der alten Kirche der unbefleckten Empfängnis ragt das sogenannte Porta del Mare, das heißt das Meerestor, heraus, durch das man hindurch gehen kann und von wo man über eine Holztreppe zum Hafen hinuntergelangt. Links davon, auf der ältesten Seite der Altstadt, geht ein kleines Gässchen zur Pelasgi-Bastion, hoch über dem Meer, von wo aus man einen herrlichen Blick auf den Hafen darunter und das weite Meer hat. Viele berühmte Persönlichkeiten der europäischen und italienischen Kultur waren von den Farben dieser Stadt fasziniert. Unter diesen Carmelo Bene, ein italienischer Schauspieler, Autor und Liedermacher, der entschied, in einem Haus in einem Winkel Otrantos zu wohnen. Im Andenken an den bekannten salentinischen Schauspieler hat die Gemeinde von Otranto ihm ein Museum widmen wollen, das heute noch fertigzustellen ist, um das Werk dieses Künstlers zu erhalten und zu fördern. Im Herz der Gässchen der Altstadt erscheint in ihrer Schönheit die Kirche San Pietro. Großartiges Denkmal, sicherlich das bedeutendste Zeugnis byzantinischer Architektur und Kunst des 8. und 9. Jahrhunderts in Apulien. Ihre strengen archaischen Formen werden im Innern von außerordentlichen mittelalterlichen Fresken dekoriert, Vermächtnis der italienisch-griechischen künstlerischen Kultur. Die Altstadt von Otranto ist sicherlich wundervoll und kann noch heute wegen ihrer sichtbaren Geschichte überraschen und verwundern. Thank you.
Der Torre Matta, das bedeutet verrückter Turm, steht auf der Meeresseite der Bastion. Das Gebäude stellt die alte Verteidigungsmauer dar und ragt deutlich aus den Uferbauwerken des Hafengebietes hervor. Noch heute sind die ursprünglichen dekorativen Pechnasen gut sichtbar, die die alte militaristische Bestimmung beweisen. Zu Beginn des Baus, gegen Ende 15. Jahrhunderts, wurde der Turm zylinderförmig gebaut. Anschließend wurde er von einer viereckigen Form umgebaut, um die ballistische Effizienz des Verteidigungssystems des Turms zu verbessern. Im Innern befindet sich ein 14 Meter hoher Raum, der kürzlich restauriert wurde. Die Umbauarbeiten des 16. Jahrhunderts sind noch heute gut sichtbar und werden vom hellen Design betont, das die gesamte Struktur verziert. Dieser wundervolle hohe Raum eignet sich hervorragend für Ausstellungen, Konferenzen und Meetings. Die Stadt Otranto, ein wichtiger Brückenkopf zum Osten, wurde seit dem Altertum mit Verteidigungssystemen und Befestigungsarbeiten gegen Angriffe gewappnet, die im Laufe der Jahrhunderte modernisiert wurden. Unter diesen sticht die Aragoneser Festung hervor. Der ganze architektonische Komplex wird durch einen tiefen Festungsgraben abgegrenzt. Und in die Festung gelangt man über eine Brücke mit Steinmauer und Holzplanken. An den Außenwänden und innerhalb des Atriums hängen die Wappen der Könige und Adligen, die die Geschichte der Stadt Otranto mitgeschrieben haben. Das Wappen des Kaisers Karl V. ist besonders interessant und hängt über dem Haupteingang. Im ersten Stock kann man die Säle der Festung betreten. Die Räume scheinen nach den neuen Restaurierungen zu leuchten und noch heute zeigen die Schönheit des hörtlichen Steines, das jahrhundertelang die Stadt Otranto geschützt hat. An der Außenseite befinden sich die Wehrgänge. Von Zinnen und Schießscharten für die Kanoniere und die Wachtruppen. Außerdem können die Besucher seit kurzem auch die alten unterirdischen Räume besuchen. Sie wurden von vielen als Gefängnis betrachtet und stellen eine zusätzliche Attraktion bei der Besichtigung der alten Festung dar. Otrantos Festung ist ein Meisterwerk der militaristischen Architektur und sehr imposant kennzeichnet es auch die Ortsmitte der Stadt und ist heute ein Must für alle Besucher der Salentinischen Halbinsel. In der bezaubernden Teilansicht des Domplatzes von Otranto steht die alte Kathedrale, die der allerheiligsten Verkündigung Santissima Annunziata gewidmet ist. Der Bau ist auf der höchstgelegensten Stelle der Stadt erbaut und beherrscht alle Gebäude der Stadt. Die Kathedrale wurde von den normannischen Eroberern im 11. Jahrhundert gebaut.
Ihre Geometrie ist die Architektur der apulischen Romanik. Auf der Spitze befindet sich das charakteristische Rosettenfenster, klarer gotisch-iberischer Herkunft, das nach allen Regeln der Kunst des späten 15. Jahrhunderts aus 16 Radien besteht und fein durchbrochen ist. Den Eingang schmückt das Portal in Leciso. Das ist eine Art lokaler Tuff, typisch für den Salento. Es stammt aus dem Jahr 1674 und wurde im Stil des Leciser Barocks gebaut. Der Grundriss und Aufbau der Kathedrale ist basilikaler Art, bei der das Hauptschiff durch Bögen und Säulen aus Granit hervorgehoben ist. Helligkeit und Farben werden durch die anmutige Holzdecke über dem Mittelschiff belebt, die reich mit Gold und Silber verziert ist. Aber wertvollstes Kunstgut, das die Kirche zu bieten hat, ist sicherlich das Bodenmosaik. Das Werk reicht vom Eingang bis zur halbrunden Wand der Apsis, einschließlich der Seitenschiffe. Das Mosaik wurde im Jahr 1163 vom Presbyterianer Mönch Pantaleone hergestellt. In künstlerischem romanischen Geist treffen sich Bilder verschiedener Kulturen und Länder in diesem Werk, als ob sie die uralte Berufung von Otranto darstellen würden, eine Grenzstadt zwischen Morgenland und Abendland. Hier steht auch die Martyrerkapelle, wo säuberlich in Glasschränken aufgestapelt die menschlichen Überreste der heiligen Martyrer von Otranto ausgestellt sind, die im Jahr 1480 von den Türken auf dem Minerva-Hügel enthauptet wurden. Unter dem Dom befindet sich die prächtige Krypta, die zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert unter den Normannen ausgeschmückt wurde. Die Kapitelle, die die Säulen verzieren, beweisen die Kunstgeschichte des Mittelmeerraums und stammen aus verschiedenen Epochen und Orten. Sie wurden dann laut den Traditionen der Romanik genutzt. Die Kathedrale von Otranto ist reich an alten Einflüssen. Sie ist eines der wichtigsten Denkmäler sakraler Architektur im Salento und stellt eine Bilderbuchseite der Geschichte der Völker Europas dar. Die Torre del Serpe, das heißt der Schlangenturm, fungierte früher als Leuchtturm, um die Seemänner auf die Küste Otrantos aufmerksam zu machen. Nach Aussagen von Historikern stamme der Turm aus der Römerzeit in den ersten Jahrhunderten vor Christus. Die Küstenbefestigungen der Terra d'Otranto wurde dagegen während der spanischen Herrschaft erweitert. Der klägliche Mauerrest, der vom Turm noch übrig ist, ist ein dem Meer zugewandten Mauerstück, das nur ein Siebtel des Turmes darstellt. Die Geschichte des Gebäudes gehört zu den Erzählungen alter Volkslegenden. Es gäbe hier einen schlangenförmiger Seenungeheuer, wie auch im Wappen Otrantos zu sehen, das sich um den Turm schlängelt. Ruhig und wachsam scheint der Schlangenturm den Kanal von Otranto stolz seit 2000 Jahren schon zu beobachten. Der Pinta-Turm ist eine reizvolle und geheimnisvolle Felsensiedlung. Er liegt im Tal der Erinnerungen, einer Gegend, in der zahlreiche Höhlen zu finden sind. Einige davon sind natürlichen Ursprungs, die meisten aber wurden von der Menschenhand geschaffen. Und hier wurde nun Anfang des 16. Jahrhunderts die gleichnamige bewährte Masseria Torre Pinta gebaut.
Wahrscheinlich diente diese alte Felsenhöhle von Torre Pinta in der Vergangenheit tatsächlich als Taubentor. Der Pinta-Turm ist eine sehr suggestive Szenerie, die an Zeiten erinnert, in denen die Ländereien Otrantos zum Traubenanbau und zur Weide degradiert waren. Ein Ort voller erdiger Gerüche, der von den durchaus kühlen Brise der Levante-Winds abgekühlt wird. Ganz in der Nähe des Hafens von Otranto und dem Bienenwald von Orte liegt der kleine See der ehemaligen Bauxitegrube. Er ist Vordergrund eines farbenfrohen Bildes, das tiefblaue Meer der Straße von Otranto im Hintergrund und dem Schlangenturm einige hundert Meter nördlich. Der Farbkontrast scheint mit einem Bildbearbeitungsprogramm intensiviert worden sein. Da er aber echt ist, zieht dieser Ort viele Touristen an, die den kleinen See in ihre Wanderungen mit einbauen. Von Anfang der 40er Jahre bis 1976 wurde die Grube zum Bauxitabbau genutzt. Nach der Stilllegung hat die Natur diesen Ort komplett wieder vereinfacht und in kürzester Zeit wurde daraus ein Süßwasserökosystem. Der Regen und kurz unter der Erde aufsteigendes Grundwasser nähren den See. In den letzten Jahren hat die Grube das Interesse tausender von Besuchern und Neugieriger geweckt, die zu den rostroten Hängen kommen, um die einzigartige Landschaft besonders in den Stunden des Sonnenuntergangs zu genießen. Wenn das Licht weich wird, verschmelzen Himmel und Erde zu einer suggestiven, rot-türkisch nuancierten Landschaft. Palacia mit seinem Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert ist ein der bedeutendsten Symbole in Otrantos Landschaft. Es ist der engste Punkt des Kanals von Otranto, wo Adria und Ionisches Meer sich auf eine wunderliche Art treffen. Auf der Küstenstraße, die von Porto Badisco nach Otranto führt, findet man einen langen Fußweg, der einen zum hoheitsvollen Leuchtturm bringt. Der Leuchtturm zählt zu den 161 schönsten Leuchttürmen Italiens und ist einer von fünf von der europäischen anerkannten schützenswerten Leuchttürmen im Mittelmeer. Capo d'Otranto, wie aus den nautischen Karten hervorgeht, wird der östliche Punkt Italiens genannt, sowie Treffpunkt zweier Meere, Szenerie von zahlreichen Geschichten und Legenden. Ein Fleckchen Paradies, völlig von Macchia Mediterranea umgeben, die die Schroffheit der Steilküste erweicht und diesem Ort eine poetische Farbharmonie mit dem blauen Meer verleiht. Wenn man auf der Küstenstraße Richtung Süden fährt, kommt man an einen Badeort namens Porto Badisco. In dessen Nähe liegt die Grotta dei Cervi, die Hirschgrotte.
Von National Geographic wurde die Grotte wegen seiner zahlreichen Höhlenmalereien aus der Jungsteinzeit an Decken und Wänden als Sixtinische Kapelle der Vorgeschichte betitelt. Die Höhle wurde im Februar 1970 von einer Gruppe von salentinischen Höhlenforschern namens Pasquale De Laurentiis aus Malle entdeckt. Die Höhle besteht aus drei langen Korridoren, die sich über mehrere Meter in Stollen, Räumen und inneren Strecke schlängeln. Sie birgt bedeutende Zeugnisse neusteinzeitlicher Zivilisation, die mit Fledermausexkrementen und Roteisenstein gemalt wurden. Es wurden 3000 Zeichnungsfragmente in diesem prähistorischen ikonografischen Zyklus katalogisiert, der zwischen 8000 und 5000 Jahre alt ist. Der Name der Höhle ergab sich nach seiner Entdeckung aus den vielen Jagdszenen mit Hirschen, die in der Neusteinzeit sehr zahlreich auf der Salentinischen Halbinsel vorhanden waren. Außer Hirschen zeigen die Malereien Jäger, die ihren Bogen spannen, und weitere Themen. Bedeutungsvollen sind die dekorierten Umrissen, die Stämme sein könnten, und einige Stammesoberhäupter, die sich darum versammeln. Symbolische und in eigenen Fällen magische Bilder reich an geometrischen Dekorationen. Das berühmteste Piktogramm ist der Schamane, wahrscheinlich eine stilisierte Darstellung entweder eines Medizinmannes oder einer tanzenden Gottheit. Man vermutet, dass die Höhle in der Vorzeit als Kultstätte fungierte. Sie stellt deshalb das Vermächtnis der religiösen Kultur der neusteinzeitlichen Bewohner des Salentos dar. Die Hirschgrotte ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Um diese empfindlichen Räume und so diese vorzeitliche Kultstätte zu erhalten.